Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute Zuschauerpost wieder für euch. Und zwar gleich drei Päckchen, drei kleinere Päckchen. Und da habe ich gedacht, nehmen wir direkt in ein Video mit rein. Ich habe die heute aus der Packstation geholt und würde sie gerne mit euch gemeinsam auspacken. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ja, ich kenne die Namen, die kommen mir auf jeden Fall bekannt vor, besonders zwei Namen und deshalb, ich freue mich immer total, wenn ihr mir was schickt. Ist doch richtig süß und hier sind Osteraufkleber drauf und ja, ich kann euch jetzt nicht zeigen wegen der Adresse, aber da sind Osteraufkleber drauf. Das finde ich total niedlich gemacht und auf dem anderen sind auch kleine Aufkleberchen drauf. Ja, und falls ihr Lust habt, mit mir jetzt gemeinsam die Zuschauerpost auszupacken, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Aber starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von mir. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich immer und bin immer aufgeregt, wenn Zuschauerpost kommt. Und ja, ihr müsst das natürlich nicht machen, aber ich freue mich immer sehr. Und wir haben heute Ostern und deshalb freue ich mich umso mehr. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch was für Ostern, was ihr mir hier geschickt habt. Ja, total süß. Und jetzt würden wir mal mit dem ersten starten. Das ist ein kleineres, was in der Packstation war. Und das möchte ich mir jetzt erstmal gerade aufschnippeln, denn das ist ja alles noch zu. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich bin so, so neugierig. Das hier ist von der lieben Rita. Also ich sage jetzt auch nur den Vornamen, ich sage hier auch keine Nachnamen oder so. Ich sage nur, das ist ein Päckchen von der lieben Rita. Also vielen Dank schon mal vorab. Das ist ja süß, also das ist einfach nur so eine kleine Aufmerksamkeit, aber ich freue mich total. Frohe Ostern hat sie hier einmal so ein Lesezeichen. Das finde ich gut, weil ich habe so ein Buch, also mein Blutzuckerbuch, was ich da als noch lese, habe ich als noch nicht fertig und da kann ich mir das als Lesezeichen rein. Frohe Ostern hat sie hier einmal und dann hat sie mir, das ist ja so süß, oh und lecker. Da sind Lindkugeln drin und zwar solche roten, also so eine rote Sorte und ein Lindhase mit ganz vielen Ostereiern. Ja, vielen Dank, liebe Rita, das ist total, also das ist so lieb, so aufmerksam, gell, einfach so ein bisschen was zu Ostern. Vielen, vielen Dank. Ich weiß es wirklich zu schätzen und ich freue mich darüber und vor allen Dingen Lindor. Ich liebe Lindor und ja, was soll ich sagen, vielen Dank dafür. So, oh, von der lieben Kirsten habe ich hier einmal, was habe ich denn hier? Einmal eine Karte. Ich muss gerade mal kurz lesen. Also, vielen Dank, liebe Kirsten. Ich habe es gerade gelesen. Sie hat mir so eine schöne Karte mit so einem schönen Sommerbalkon hier rein. Und ich sehe es schon, was sie mir hier geschickt hat. Oh mein Gott, Leute. Hier ist, also hier ist einmal was drin. Von Pat McGrath, okay. Sie hat mir da schon öfters mal was zukommen lassen. Lipshine Love Interest. Das ist ein Lippenstift, hat sie geschrieben, der ähnlich ist wie die, die ich so gerne mag, von Nabla. Und da bin ich natürlich jetzt sehr neugierig drauf. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass Pat McGrath sowas hat. Oh, was ein geiles Packaging. Guckt mal. Das ist so ein Rosé-Gold mit Gold. Und oh, das sieht schön aus. Guckt mal, tolle Farbe, riecht auch nach nichts. Ich habe gedacht, riecht vielleicht nach irgendwas, ich trage mir den jetzt erstmal. Ja, also genau, das ist auch so ein, das ist auch so eine Konsistenz wie, boah, guck mal, was eine geile Farbe, das ist so ein richtig schön, so ein Pinkton ist das. Ich mache mir den mal runter, den ich drauf habe und dann können wir den mal auftragen. Also richtig geile Farbe, das ist halt kein richtiges Rot, sondern so ein Pinkrot so ein bisschen. Ich bin gerade aufgeregt. Sie meint die Nabla Beyond Jellies und genauso fühlt sich das auch an. Jetzt trage ich mir das mal auf. Ah ja, mhm. So fühlt sich das auch auf den Lippen an. Tatsächlich so richtig schön zart, schmelzend und ich glaube, dass mir die Farbe mega gut gefällt. Ich liebe solche Lip Jellies. Ich finde das so angenehm zu tragen. Ah. Mega schön. Und auch die Farbe, guck mal, die Farbe ist ein Kracher. Lässt sich ganz toll auftragen, ist nicht so schmierig, ist ein bisschen fester wie die Beyond Jellies von Nabla, aber lässt sich besser auftragen noch. Aber die sind natürlich auch ein bisschen teurer. Ja, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Schreibt mir bitte, wie mir die Farbe steht, aber ich finde die Farbe aktuell gerade, das ist ein richtig schönes Rot-Pink, also so ein
Schönes erwachsenes Pink. Gefällt mir sehr gut. Trägt sich wie ein Labello so ein bisschen. Ist super schön. Vielen, vielen Dank dafür. Freue ich mich total drüber. Also, falls ihr die Farbe nochmal wissen wollt: Lipshine 596 Love Interest. So heißt die Farbe und auch ein richtig schönes Packaging. Ach, wie schön, Leute. Ich freue mich immer so. Und dann hat sie mir noch was hier mitgeschickt. Und zwar von The Bath Company. So ein Badestein ist das. Da freue ich mich auch drüber. Riecht man leider nichts. Also das ist so eine Badesprudeltablette, wie auch immer, mit Love draufstehen. Vielen Dank. Das werde ich auch verwenden. Solche Sprudeltabletten für die Badewanne. Also man kann das in zweimal aufteilen, steht hier. Kann man immer gebrauchen. Von daher, da freue ich mich sehr auch. Vielen, vielen Dank auch für dieses schöne Päckchen. Danke, liebe Kirsten. So, und jetzt kommen wir zu dem dritten Päckchen. Das ist von der lieben Manuela. Und da sind auch so Aufkleber drauf. Ich schneide das jetzt erstmal auf. Und dann gucken wir da mal rein. Ihr seid so lieb. Ich freue mich über alles so sehr. So, von der lieben Manuela. Sie hat hier einmal ein Pure Medix Päckchen. Ich nehme an, sie hat bei Pure Medix was bestellt. Bei Pure Medix bekommt ihr übrigens ja immer 10% auf eure erste Bestellung, wenn ihr dort noch nie bestellt habt. Wenn ihr das zweite Mal bestellen wollt und wollt 10% bekommen, dann gebe ich euch mal einen kleinen Tipp, weil ich wusste das vorher auch nicht. Ich habe das euch falsch übermittelt so ein bisschen. Dann macht euch ein Kundenkonto, ein neues auf euren Mann oder wie auch immer. Auf jeden Fall so, dass es ein neues Konto ist und dann könnt ihr 10% wieder drauf sparen. Ist mir nur gerade dazu eingefallen, weil das wollte ich euch eh noch mitteilen. Ja, so sieht das einmal aus. Hier ist einmal so ein Hasenpapier oben drauf von der lieben Manuela. Oh, frohe Ostern. Oh Mann, ihr seid so süß. Ehrlich. Und das ist so schön. Einmal hier so eine kleine Karte mit so einem Küken und einem Hasen drauf. So ganz flauschig weich. Und eine Mini-Osterkarte. Oh Mann, ihr seid so, so süß. Ich habe so viele Karten von euch schon. Ich habe jede einzelne Karte, die ihr mir irgendwann mal, also von Anfang an geschickt habe. Ich habe alles aufgehoben, ich habe nie was weggeworfen. Frohe Ostern, Happy Easter. Eine Mini-Karte, Dankeschön. Ja, ich wünsche dir, Daniel, deinen lieben, schöne Ostertage. Viele liebe Grüße, Manu. Dankeschön, liebe Manu. Und dann ist hier so eine Tasche drin. Ach nee, wie süß. Für die Maus ist auch was drin. Was ist das für die Maus für Ostern? Oh Mann. Süß. Ja, ich packe erstmal das hier aus. Frohe Ostern, so ein kleines Ostertäschchen. Ach, Mensch, wie schön. Aber das ist schön, weil heute ist ja auch Ostern und das ist jetzt perfekt angekommen. Ich versuche das auch so schnell, wie es geht. Oh, wie seid ihr so süß? So schnell, wie es geht, hochzuladen. Ich habe hier so ein richtiges Osternest bekommen. Hier ist auch ein kleiner Hase drin. Wie süß. Und dann hier dieses leckere KitKat, diese Hasen. Das liebe ich. Das schmeckt so, so gut. Milka Ostereier und dann nochmal so einen rosanen Hase. Also einen blauen und einen rosanen. Ich nehme an, einen für Daniel, einen für mich. Einmal Jogurette. Liebe ich auch. Und dann noch total süß. Einmal Augenpads und ein Rainbow Schaumbad. Mit Brombeere, Vanille und das hier sind Augenpads mit Aloe Vera und Hyaluron. Ach, wie süß. So ein richtig süßes Osternest. Ich freue mich. Also ihr seid so süß. So viele leckere Süßigkeiten sind hier drin. Vor allen Dingen, ich liebe solche Eier. Lecker, lecker, lecker. Und da ist hier so Ostergras noch drin. Also vielen Dank auch dir, liebe Manuela. Da kann ich gleich die anderen Ostersachen auch noch mit reinpacken. Dann habe ich eine Osternaschtüte. Ich liebe Schokolade, ja, aber ich darf es ja nicht so viel, aber ich esse trotzdem Schokolade. Also ich verbiete mir ja nichts. Ich habe momentan so einen Sensor hier drin, weil ich meinen Blutzucker im Moment ein bisschen überwache. Also mit diesem Libre, Free Libre heißt das, kennt ihr bestimmt, weil ich ja eine leichte Insulinresistenz habe und ich jetzt mal gucken möchte, welche Lebensmittel gut für mich sind, welche schlecht für mich sind. Deshalb habe ich 14 Tage so einen Testsensor. Und ja, ich kann euch sagen, das Allerschlimmste bis jetzt waren Gummibärchen gewesen, die waren übel. Aber so kann man das mal so ein bisschen überwachen und so kann man auch gucken, dass die Blutzuckerkurve schön flach bleibt. Also ich habe auf jeden Fall viel Erkenntnis bisher rausziehen können, welche Lebensmittel gut sind, welche nicht. Süßigkeiten, wissen wir alle, sind nicht gut. Aber gerade so, sage ich mal, bei den Lebensmitteln, wo man das nicht so denkt, wo der Blutzucker dann hochgeht, das ist ganz gut, das mal zu sehen. Naja, ich wollte euch gar nichts davon erzählen. Auf jeden Fall so viel dazu wegen den Süßigkeiten. Ich esse Süßigkeiten, aber wirklich nur mal. Und deshalb, ja,
Genau, freue ich mich da sehr drüber. Jetzt haben wir ja noch für die kleine Frau Maus was. Die hat eben schon draußen rumgeschrien. Die kann aber jetzt nicht hier rein, weil sonst ist es so laut, weil der Roboter, die will nämlich dann immer rein und raus. Also Frau Maus ist meine Katze, Kira. Wir sagen immer Frau Maus, die heißt eigentlich Kira, aber irgendwie hat sich das das hat sich so eingebürgert bei uns, dass wir sagen Frau Maus oder Maus. Und deshalb, das wisst ihr ja schon. Und ja, hier ist was für die Maus drin. Das ist auch total süß. Einmal hier so eine Schäbersuppe. Die mag die Maus sehr gerne. Also die mag die echt gerne. Boah, habt ihr das gehört? Ich lass die mal rein. So, die Maus ist jetzt beim Daniel ins Büro. Der war schneller gewesen. Auf jeden Fall einmal Lachs, einmal Huhn. Hier so Schleckis. Das mag die ganz besonders. So Schleckis liebt die. Und das sind die von Rossmann. Die mag die besonders gern. Ja, von daher, also das ist auch gut. Auch hier diese Schäbersuppe mag sie gern. Und auch diese Knabberkissen, das mag die Maus auch besonders. Das ist alles und eine Leberwurstcreme, die liebt sie natürlich auch. Ja, eine Tüte für die Maus, das packe ich jetzt wieder hier rein. Das kommt in ihr Körbchen, in der Speisekammer habe ich so ein Körbchen, da kommt immer alles rein für die Maus. Und genau, das bekommt sie dann nach und nach. Ich sage vielen Dank im Namen von der Kira. Die freut sich da immer auch sehr über Leckerlis und so weiter. Jetzt ist die Maus doch hierher gekommen und jetzt kann ich der Maus hier auch gerade was geben. Komm her, Kira. Schnell herkommen. Schnell herkommen. Sag mal kurz Hallo. Sag mal Hallo zu den Zuschauern. Wo sind sie denn, die Leute? Siehst die Leute gar nicht. Kille. Die hat nur Augen für die Leckerlis jetzt gerade. Die hat nie Lust. Ihr habt keine Lust, wenn die Kamera läuft, gell? Hast du keine Lust? Auf jeden Fall, die Maus kriegt jetzt erstmal auch hier ein bisschen Leckerli. So, die Frau Maus hat zu tun. Das wird nämlich jetzt alles gerade eininhaliert von ihr. Also ich sage vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich habe mich mega gefreut über die Pakete. Dankeschön, dass ihr so lieb seid und auch an Ostern an mich denkt. Es ist einfach nicht selbstverständlich. Ihr seid so, so klasse. Ihr seid die beste Community, die man haben kann. Wirklich allein über eure Karten, was ihr schreibt und über eure Nachrichten. Ich freue mich immer sehr. Ihr könnt mir auch einfach immer was Liebes bei Instagram schreiben. Da freue ich mich auch. Oder eine liebe E-Mail. Da freue ich mich natürlich auch immer. Also vielen Dank. Wenn das Video jetzt online geht, ist Ostern wahrscheinlich rum. Ich hoffe, dass ihr aber auch schöne Ostern hattet. Ja, die Maus ist wieder hier, die hat schon alles gegessen. Ich wünsche euch was und ich sage euch vielen, vielen Dank. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet und neu hier seid, abonniert doch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von mir. Jetzt sage ich ciao und bis zum nächsten Mal, eure Nicole. Should suicide.